Sport war natürlich neben der Familie immer meine größte Leidenschaft. Ich bin Profi-Eishockeyspieler in der deutschen Eishockeyliga. Eishockey ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. Es geht auch mal hart zur Sache, aber es macht unheimlich viel Spaß und ich bin wirklich dankbar, dass ich mein Hobby oder meinen Sport zum Beruf machen konnte. Eishockey ist ein unglaublich dynamischer Sport. Er vereint, denke ich, alle Attribute, die man im Sport braucht. Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Körperkontakt, wie es kaum in einer anderen Sportart auch gibt. Und es geht hart zur Sache und natürlich kommt es dann natürlich auch mal hin und wieder zu einer Verletzung. Ich hatte einmal eine Schulterverletzung, die operiert wurde und auch vor circa 7 Jahren eine schwere Knieverletzung, einen Knorpelschaden, der fast schon mein Karriereende bedeutet hätte. 2012 bei der Weltmeisterschaft in Schweden, an der ich teilnahm, habe ich auf einmal Knieprobleme bekommen. Ich habe mir damals verschiedene Meinungen von verschiedenen Ärzten eingeholt und die Behandlungsmethode vom Professor Siebold erschien mir natürlich die beste. Christopher ist ein sehr guter Eishockeyspieler und hatte Probleme mit seinem Kniegelenk. Zwischen der Kniescheibe und dem Gleitlager der Kniescheibe hat er ein großes Knorpelloch gehabt. Die eine Möglichkeit war natürlich aufzuhören, Eishockey zu spielen. Aber klar, das war für ihn keine Option als Eishockey-Profi. Das heißt, der Knorpelschaden musste repariert werden. Und da gibt es verschiedene Methoden. Die beste heutzutage ist die Knorpelzelltransplantation, bei der man Knorpelzellen entnimmt, die anzüchtet und wieder ins Kniegelenk einsetzt. Also das Operationsverfahren beinhaltet 2 kleine Eingriffe. Es sind beides sehr kleine Eingriffe, da war ich echt dankbar. Es müssen nur ganz kleine Schnitte am Knie gemacht werden, also man bekommt keine riesige Narbe oder eine große Wunde am Bein. Das lief bei ihm sehr gut. Er hatte einen so 2x2 cm großen viertgradigen Knorpeldefekt bis auf den Knochen und das ließ sich sehr gut machen. Ich fühle mich echt super. Ich meine, ich bin jetzt über 30 und kann immer noch im Sommer, auch im Sommertraining, Athletiktraining, Sprünge, Sprints, ich kann alles mitmachen und bin echt dankbar, dass mein Knie das alles so mitmacht. Ich bin natürlich stolz, dass er wieder spielen kann. Er hat sich viel Zeit gelassen. Er war ein sehr vernünftiger Patient, der wirklich langsam seine Karriere wieder aufgebaut hat. Und ja, und er spielt ja schon seit vielen Jahren jetzt wieder in der ersten Liga. Hallo. Ja, guten Tag. Ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Also wow, Dankeschön super, super. Die tolle Behandlung, Beratung und für mein neues Knie. Die Souvenirs hier, das sind einfach Dankeschöns von den Sportlern. Ich habe zu viele, sagt zumindest meine Frau. Gut, ich versuche hier, die so ein bisschen unterzubringen, zu stapeln. Aber ich freue mich natürlich jedes Mal, vor allen Dingen, wenn der Sportler wieder Sport machen kann. Ich möchte auf jeden Fall noch, solange es geht, Eishockey spielen, professionell. Ich denke, das ist auch toll für die Familie, dass mein Sohn das miterleben kann, wie ich auf dem Eis stehe. Ein Leben ohne Sport wird für mich nicht möglich sein.